Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Wir kümmern uns diesmal um die Meisterherausforderung in Uffentun. Ich werde hier natürlich wieder meine Tipps und Tricks geben, damit dir nicht schief laufen kann. Falls du mit der Meisterherausforderung Probleme hast, werde dir zeigen, wie du das Ganze relativ easy und entspannt abschließen kannst. Ganz kurz, was musst du tun? Du brauchst eine Menge Feuerschadentötung. Das ist eigentlich auch das Einzige. Töte alle Ziele. Wenn du hier auf Gold gehst, kommt das Ganze natürlich automatisiert. Was hast du für Möglichkeiten? Ich zeige es dir einmal ganz kurz im Bild. Einmal spielst du halt mit einer Sense. Und hier siehst du, setze deine Waffe nach einem leichten oder schweren Abschlussangriff-Treffer in Brand. Also damit kannst du dir auf jeden Fall relativ leicht natürlich dann dementsprechend die Feuerschadentötung reinsnacken. Das ist die erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist hier der sengende Schlag. Führst du dann dementsprechend aus mit R2 und X. Ja, dann entzündest du auch einmal Feuer, Gegner erleiden Feuerschaden und das Ganze zählt auch als Feuerschadentötung. Es gibt eine dritte Möglichkeit, damit habe ich gar nicht gespielt, fand ich persönlich zu kompliziert. Kannst du dir auch gerne mal anschauen, werde ich aber hier in dem Video gar nicht nutzen. Von daher werde ich mich hier auf diese beiden Feuerschadentötungen konzentrieren. Das Ganze startet, jetzt schauen wir uns das mal an. So, hier wo du startest, sind direkt natürlich Gegner. Meine Haupttaktik war es eigentlich immer, natürlich den Gegnern erstmal Schaden zuzufügen. Warum? Erstens sind die Feuerschadentötungen dann wesentlich einfacher. Der Feuerschaden hält natürlich nur für kurze Zeit an. Hier habe ich jetzt schon meine Waffe entzündet nach dem Abschlusstreffer. Und jetzt lasse ich eine hier schön ausbrennen sozusagen. Und das nächste Gute ist natürlich, wenn du hier den Gegner ein bisschen Schaden zufügst, ist es so, dass sich natürlich dein Adrenalinbalken auflädt und du wesentlich einfacher oder dadurch dann halt eben natürlich die Spezialfähigkeit einsetzen kannst, ja, wo du dann eben auch die Feuerschadentötung erzielst. Das Ganze musst du machen. Wichtig ist natürlich hierbei, dass du dir ein bisschen einprägst, gegen welche Gegner du hier gerade kämpfst. Einige haben eine etwas größere Lebensanzeige oder halten ein bisschen mehr aus, sagen wir es mal so. Einige sind sehr, sehr schwach, deshalb solltest du hier nicht wie ein Wilder draufkesseln. Ich kann dir auch den Tipp geben, wenn du natürlich hier deinen Abschlusstreffer erzielt hast mit der Waffe und so die Waffe in Brand ist, dass du natürlich dann relativ schnell zu den Jungs irgendwie rennst, ein bisschen Schaden austeilst. So haben sie natürlich dann direkt Feuerschaden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das muss man wissen von der Spielmechanik. Das habe ich hier in den ersten ein, zwei Durchgängen nicht so ganz gerafft. Du siehst, hier zwei haben wirklich schon wieder hier nur noch eine fitze Lebensanzeige. Jetzt habe ich hier das erste Mal die Spezialfähigkeit genutzt. Habe direkt damit drei Feuerschadentötungen erzielt. So, hier natürlich ein sehr, sehr starker. Da habe ich jetzt schon richtig, richtig drauf gekesselt. Meine Waffe war gerade in Brand. Fuck, das hat wunderbar geklappt. Muss natürlich dann immer, wie gesagt, gucken, dass du nicht zu oft drauf schlägst, dass du wirklich am Ende auch durch die Feuerschadentötung sterben. Hier siehst du noch einen Trompetenpfifferling, habe ich mich nochmal geheilt. Auch hier kannst du natürlich immer auf Versuche gehen. Falls du mal Schaden eingesteckt hast, kann immer mal schnell funktionieren, gerade bei den etwas schwereren, stärkeren Gegnern. Und so kannst du dann eigentlich deinen Weg fortsetzen. Ja, ich habe jetzt hier drei Adrenalinbalken voll, hatte wieder einen Abschlusstreffer. Versuche ich ihnen natürlich hier griffig noch einen zuzufügen. Zack, jetzt warte ich ein bisschen, bin mir unsicher, ob ich ihn nochmal hätte treffen können. Gehe lieber auf Nummer sicher. Du siehst, er hockt jetzt hier weiter im Gras, der rechte Gegner, ist also gar nichts passiert. So, das hier war ein schwächerer Gegner, der ist auch wieder umgekippt durch den Feuerschaden. So, dann geht es jetzt zu den nächsten. Also du wiederholst eigentlich wirklich immer dieses Prozedere aus, letztendlich ein paar Mal drauf. Dann entzündest du dementsprechend natürlich auch öfters deine Waffe. Dann musst du sehen, dass du hier den Jungs natürlich weiter Schaden zufügst. Und du hast natürlich auch deine Spezialfähigkeit. Also ich denke, alles in allem diese Bärenherausforderung, wenn du sie ein, zwei Mal gespielt hast, relativ einfach umzusetzen. Er hatte ja auch noch ein Fitzelchen Lebensanzeige. Dann bietet sich natürlich immer die Spezialfähigkeit an. Hätte ich ihn jetzt geschlagen, wäre er natürlich tot gewesen ohne Feuerschaden. Das sollte man natürlich definitiv vermeiden. Ich habe hier nach wie vor eine Quote von 100%. Ihm musste ich jetzt hier ein bisschen hinterher sprinten, auch mit meiner Spezialfähigkeit. Habe ich ihm dann hier nochmal den Rest gegeben und den letzten Zipfel hier untergeballert mit dem Feuerschaden.
So, hier kommen die nächsten Gegner. Also befinden jetzt uns auch schon relativ am Ende. Also wenn das Ganze vernünftig funktioniert. Hier wieder Spezialfähigkeit. Kurz ausbrennen lassen und weiter. Waffe befindet sich jetzt hier auch in Brand. Jetzt könnte ich natürlich direkt auf die nächsten draufkesseln. Deshalb versuche ich hier relativ griffig sofort hin. Du siehst, beide sofort Feuerschaden. Beide umgekippt. Also waren beides etwas schwächere Wachen. So, hier ist der nächste Trompetenpfifferling. Ich habe jetzt hier volle Lebensanzeige. Hier hätte ich mich nochmal heilen können. Da kannst du dann auch nochmal gucken, falls mal irgendwas schief läuft. Hier wieder ein etwas stärkerer Kollege. Muss ich dann natürlich gleich wieder mit der Spezialfähigkeit vermutlich machen. Habe ihn jetzt hier so ein bisschen angepiekst die ganze Zeit, damit das Ding runterrattert. Hier eine etwas schwächere Wache wieder. Da musst du wirklich nur einmal draufhauen. Wenn die Waffe denn entzündet ist, genauso wie hier bei dem Kollegen vermutlich. So, jetzt gucke ich mir das Ganze hier aus sicherer Distanz an. Hier am Ende war es ein bisschen komisch, das ist schon der letzte Gegner. Hier hinten siehst du noch einen und ich habe es komischerweise dann abgeschlossen. Vermutlich wäre das der letzte gewesen. Würde mal vermuten, sowas wie ein Mini-Bug. Ja, das war's von mir. Ich denke, alles in allem eine sehr, sehr faire Herausforderung. Kann man wirklich gut umsetzen. Falls du hier Probleme hattest, hoffe ich natürlich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Bleib gerne mit einem kostenlosen Kanalabo am Start, wenn du hier heiß bist auf weitere Meisterherausforderungen. Ich werde hier natürlich zu jeder Herausforderung meinen Goldrun hochladen und das Ganze kommentieren. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.